Hallo, mein Name ist Astrid Schilling. Ich bin Studienleiterin an der Katholischen Akademie in Bayern, hier in den Räumlichkeiten des DOCFest München. Wir sind Kooperationspartner des DOCFest München 2020 at Home. Und wir präsentieren dieses Jahr den Film Walchensee Forever von der Regisseurin Jana G. Wonders. Und mit ihr und der Produzentin Katharina Bergfeld komme ich jetzt ins Gespräch. Herzlich willkommen. Hallo, sind wir schon da? Ja? Ja. Kann man uns hören? Wunderbar. Gut. Ja, dann steigen wir einfach mal ein. Mhm. Wahrscheinlich mit der klassischen Frage, wie sind Sie auf die Idee gekommen oder ja, woher kommt der Auslöser davon, die eigene Familiengeschichte zu verfilmen? Eigentlich habe ich ja den Film schon angefangen, als ich ein Kind war. Da wusste ich es damals noch nicht, weil meine Mutter hatte immer eine Kamera zu Hause und hat mich interviewt und mich auch oft gefilmt. Und ich habe dann das als Spiel gesehen, auf die Kamera einfach selbst genommen und dann wiederum meiner Oma und meiner Mutter, mit denen ich eben gelebt habe, Fragen gestellt. Und im Grunde erst nach der Hochschule war ich wirklich bereit, auch dieses Thema anzugehen. Also einen Film über die Generation von Frauen in meiner Familie zu machen, weil es auch so auffällig ist, dass die Männer abwesend sind bei uns. Und es ging mir um die Frauen, um die Suche im Leben der Frauen und auch um den Kreislauf des Lebens. Und das konnte ich anhand der Generationen einfach gut betrachten und wollte es mir auch anschauen, auch die generationsübergreifenden Verstrickungen, die bei uns so sind, die Prägungen, weil es gibt ein Trauma in unserer Familie. Das ist die Schwester meiner Mutter, habe ich nie kennengelernt. Mhm. Die ist gestorben, bevor ich auf die Welt kam. Und die ist auf mysteriöse Weise gestorben. Und das war dann, sie war irgendwie wie so ein Irrlicht, das über unsere Familie schwebte. Mhm. Und ich wollte ja Licht ins Dunkel bringen, was da eigentlich auch passiert ist damals und wie das sich auch auf mich übertragen hat. Also der Film fängt auch so an, ich spreche schon als Fünfjährige von der Frauke, mhm. Das ist eben die Schwester meiner Mutter. Obwohl ich sie nie gekannt habe, hat sie so einen Eindruck hinterlassen. Und auch die Verbundenheit zwischen Müttern und Töchtern, die bei uns so stark ist, das wollte ich auch noch mal genauer hinschauen, was das eigentlich ist. Mhm. Ja, das haben Sie auch ganz wunderbar herausgearbeitet, finde ich. Frau Bergfeld, wie sind Sie denn dazu gekommen, sozusagen diesen Prozess dann zu unterstützen als Produzentin? Ja, Jana hatte ihren ersten Kurzfilm auf der Berlinale, I Remember, der lief in der Perspektive Deutsches Kino. Und da gab es eine Ausschreibung von neuen Projekten, von Regisseurinnen, die dort ihren Film hatten. Die konnten ihr neues Projekt vorlegen und so eine Entwicklungsförderung bekommen. Und das hat Jana gemacht mit Walchensee Forever, der auch schon immer so hieß. Und da war mein Kollege Martin Heißler, der andere Produzent, der hat das Treatment da gelesen im Rahmen seiner Jury-Tätigkeit. Und dann war da irgendwie ein großer Konsens, dass es was total Spannendes ist. Jana hat diesen Preis gewonnen und dann haben wir uns mit ihr in Verbindung gesetzt und Interesse bekundet, das zu machen, weil es irgendwie ein ganz außergewöhnlicher Stoff ist mit dieser Jahrhunderterzählung und den Frauen und diesem Pfund von Archiv, was sie da auf ihrem Dachboden hatte. So kamen wir zueinander. 2016, glaube ich, war das, ne? Ja. Genau, ja. Genau. Ja. Ja, wo Sie schon das Archiv ansprechen, das, also ich habe den Film auch schon gesehen und es ist natürlich eine Wahnsinnsmenge, was Sie da haben, auch unglaubliche historische Dokumente. Aber Sie haben ja auch, glaube ich, ein bisschen Material von außen, wenn ich es im Abspann richtig gesehen habe. Also wie haben Sie sich durch den Wust da durchgearbeitet? Das war ja bestimmt eine ganz schöne Anstrengung, auch zu sagen, was zeige ich nicht. Allerdings, also es gab unglaublich viel Archivmaterial. Ich habe nicht vorher gewusst, was habe ich eigentlich alles. Mhm. Bevor ich den Film geschrieben habe oder das Treatment geschrieben habe, war mir eigentlich gar nicht bewusst, wie viel Material da existiert.
Und während dem Schneideprozess auch mit Anja, die hat dann immer gesagt, guck doch mal, ob du jetzt aus dieser Zeit noch was findest oder aus dieser. Und dann habe ich ganz gezielt geguckt. Und auch die Briefe, den Inhalt der Briefe, das ist alles erst im Schneideprozess, habe ich gelesen, weil ich nicht wusste, ja, was ist eigentlich wichtig und was nicht. Und erst durch das ganze daran arbeiten im Schneideprozess hat sich herausgestellt, dass wir jetzt genau die Passagen vielleicht brauchen. Und habe dann währenddessen gelesen und viel im Dachboden, immer wieder in den Dachboden und herausgesucht. Aber natürlich auch konvertiere, also ich musste es ja alles auch digitalisieren, weil ich zum Teil die Super 8 oder 16 mm Materialien sonst nicht sehen hätte können. Ja, und von außen kam eigentlich wenig, also zum Glück konnten wir alles aus dem Archiv, aus dem Privatarchiv nehmen, an drei Stellen, sei es in San Francisco oder auch so ein bayerischer Musiker. Und sonst ist ganz viel, also der Film lebt von dem eigenen Privatarchivmaterial, das die Generationen gesammelt haben. Ja, kommen wir ein bisschen zum Film. Auch vielleicht ein bisschen chronologisch. Zu der Zeit, als Ihre Großmutter das Café am Walchensee übernehmen sollte, haben ja offensichtlich die Eltern noch entschieden, was die Kinder beruflich machen sollen, wie sie jetzt wollen oder nicht. Und Sie erzählen ja auch, wie sich Ihre Urgroßmutter und Ihre Oma im Café verhalten. Die eine wollte irgendwie Gastwirtin sein, die hat es gelebt und hat sich auch immer herausgeputzt. Und die andere, also ihre Oma, wurde mehr oder weniger gezwungen und wollte eigentlich gar nicht. Und man hat sie immer in einer Kittelschürze gesehen und eher so als Pflicht, ja, Pflichtbewusstsein. Wenn Sie das so gesehen haben, wie hat sich das, oder wie wird sich das vielleicht auf die Erziehung Ihrer eigenen Kinder auswirken? Hat es irgendwie so, haben Sie da gedacht, also das mache ich jetzt aber heute anders? Das ging ja schon bei meiner Mutter los, die das anders gemacht hat. Und ja. Ich habe das eher eigentlich von meiner Mutter mitbekommen, dass ich selbst entscheiden kann. Sie hat mich in dem unterstützt, dass ich völlig frei auch, eigentlich kam das Kreative, der kreative Ausdruck von meiner Mutter und nicht dieses Pflichtbewusstsein, dieses Gefühl. Das zu machen, was die Eltern wollen. Andererseits kann ich auch sagen, vielleicht hat meine Mutter das so unbedingt gewollt, das Kreative, sodass ich jetzt sozusagen für sie das so weiterführen soll oder muss. Also ich weiß nicht, das sind ja auch Prägungen und vielleicht ist da auch ein Pflichtbewusstsein, dass ich es ihr recht machen will, weil sie so kreativ sein wollte und das dann irgendwann nicht mehr weitergeführt hat und ich das jetzt so, ja, fortführe. Ist es vielleicht auch ein Vorbild für Sie? Es heißt ja auch im Film, dass Ihre Mutter oder auch Ihre Oma unabhängig sein wollten. Also beziehungsweise Ihre Mutter sowohl von Launen als auch von Geld, von Männern. Ja, genau. Das ist auch so ein bisschen Vorbild für Sie. Auf jeden Fall, ja. Also für meine Oma war natürlich das Café, das ist ideal, also da unabhängig zu sein, weil ihr Mann wollte sie ja mit in den Norden nehmen. Sie wollte erstens nicht weg vom Walchensee und hat dann doch, ist in ihre Rolle als Wirtin, also es war zwar von den Eltern, du musst es machen, aber sie wollte es dann auch machen. Also sie konnte sich eigentlich nichts anderes vorstellen, weil sie gemerkt hat, dass das Café ihr eine Unabhängigkeit gibt, also dass sie dadurch ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Und das hat sie, das war ihr ganz wichtig. Und dadurch auch meiner Mutter und mir auch. Also es hat sich übertragen. Dieser Unabhängigkeitsdrang zieht sich ja auch durch bei dieser Auslandsreise. Ich fand es ja völlig faszinierend, dieser musikalische Trip sozusagen nach Amerika. Dass die, Mexiko, ja. Genau, das wäre meine Frage. Also, dass man nach New York geht, okay, das ist da vielleicht halbwegs irgendwie einsehbar, aber warum dann ausgerechnet Mexiko? Wissen Sie das? Das weiß ich, also weil wir es im Film auch nicht ganz erzählen, weil wir wollen jetzt nicht zu viele Reisen erzählen. Aber es war so, dass meine Mutter an der Fotoschule einen mexikanischen Austauschschüler kennengelernt hat. Und sie hat wirklich eine erste Reise alleine nach Mexiko gemacht mit ihrer Kamera und hat dort Monate verbracht, ganz alleine.
und hat ihren mexikanischen Austauschfreund, den Studenten, besucht. Und da war sie so begeistert und wollte es ihrer Schwester zeigen, dass sie gesagt hat, komm, ich muss dir Mexiko zeigen und wir fahren dahin mit unseren Musikinstrumenten. Und so kam das. Ja. Ja, meinen Sie, also Ihre Mutter sagt ja auch, dass Ihre Tante sozusagen oder Ihre Schwester etwas ungestümer war oder so ein bisschen ja, so den Freiheitsdrang hatte. Meinen Sie, ohne Ihre Tante wäre Ihre Mutter vielleicht eher zu Hause geblieben? Oder, aber Sie sagen ja eigentlich jetzt gerade, sie war schon mal in Mexiko, aber ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, meine Mutter, die hat eine wahnsinnige Kraft und Stärke. Also klar, dass sie sagt, sie ist die Schüchterne und dass ihre Schwester sie so überstrahlt oder dass die immer nach vorne geprescht ist. Aber im Grunde ist meine Mutter im Hintergrund auch fast auch gleich stark. Also sie war diejenige, die immer die Sachen initiiert hat. Sie hat so eine Stabilität. Und Frauke hatte das eben nicht. Also sie ist eigentlich an ihren Träumen oder Wünschen und dem, was sie wollte, auch zerbrochen. Hm. Und meine Mutter wiederum nicht. Ja. Ja, im Film heißt es, Anna und Frauke kamen mit Träumen aus Amerika zurück und dann verschwanden diese allmählich, auch weil Männer in ihr Leben traten. Fand ich ja ganz spannend. War da so die Empfindung da, dass eine gewisse Freiheit in Deutschland weg war oder kam da so eine gewisse Enge vielleicht auch wieder? Auf jeden Fall, die Enge, die Deutschland oder auch, ja, also vor allem bei meiner Tante Frauke, dieser Zwiespalt zwischen bürgerlichem Leben, vor allem mit ihrem adeligen Freund. Mhm. Sie hatte irgendwie eine Sehnsucht, ein Kind zu kriegen und vor allem nur mit ihm, also was anderes war für sie nicht vorstellbar und er wollte das nicht, sie wollte heiraten und eigentlich in ein bürgerliches Leben und dann gab es auch diese andere Seite. Also es war so ein ständiger Zwiespalt in ihr, diese bürgerliche Existenz versus freiheitsliebende Existenz. Und als sie dann Lehrerin wurde und dann an die bayerisch-tschechische Grenze musste, hat sie vielleicht noch mehr diese Enge gespürt auch. Also dort und war auf der Suche. Sie wusste eigentlich nicht, was ist für sie das richtige Leben. Mhm. Ja, um auf die Männer zu kommen oder zumindest einen speziellen, weil die Katholische Akademie ist auch in Schwabing und Rainer Langhans lebt ja auch in Schwabing. Genau. Wie haben Sie ihn heute so erlebt bei den Dreharbeiten? Ich meine, man kennt ja auch einiges an Archivmaterial, also ganz Deutschland kennt wahrscheinlich Rainer Langhans, aber wie haben Sie ihn erlebt jetzt im Alter sozusagen? Ach, im Alter, er ist milder geworden, nicht mehr ganz so. Ja, so. Also ich kenne ihn ja, ich bin ja mit ihm aufgewachsen. Ich kenne ihn ja auch nicht nur von den Dreharbeiten, sondern wir haben immer wieder mal miteinander zu tun oder sehen uns. Und ja, ich fand es ziemlich interessant, was er über Frauke gesagt hat. Das war nochmal ein neuer Blick, ein anderer Blick von außen, weil ich sonst natürlich nur mit meiner Mutter oder meiner Oma auch viel über Frauke gesprochen habe. Und gar nicht so mit Rainer, obwohl ja Rainer derjenige war, der wiederum durch Frauke hat meine Mutter auch Rainer erst kennengelernt. Und ja, Rainer lebt nach wie vor seit 30 Jahren in seiner Wohnung, in einer Einzimmerwohnung, da auch nur dieses Bett, also er hat ja sonst keine Sitzmöglichkeiten, deswegen haben wir auch das Bett als Motiv genommen. Und ich finde, wie er lebt eigentlich dieses sehr reduzierte Leben und sehr einfache Leben total gut. Also denke ich mir auch manchmal, ich könnte sehr viel ausmisten. Ja. In der heutigen Zeit wird ja ständig vom Ausmisten geredet, also insofern genau. Alles reduziert. Ja. Ja, wie war es denn eigentlich überhaupt so, die eigene Familiengeschichte nochmal so durchzuerzählen? Also ich meine, Sie haben natürlich Ihr eigenes Leben mitgelebt und Ihre Mutter mitgelebt sozusagen, aber das jetzt so auf Filmmaterial zu sehen, wie war das so? Also jetzt bin ich sehr zufrieden, den Film gemacht zu haben. Also ich bin mit dem Ergebnis und ich stehe total hinter dem Film und auch ist eine Befreiung. Also auch für meine Mutter fühlt sich sehr befreiend an. Aber am Anfang des Films waren wir noch beide so, ja, haben uns gefragt, können wir das überhaupt
machen? Inwieweit, wie wird es unsere Beziehung beeinflussen? Oder was macht es mit uns, so ein persönliches Thema auch anzupacken? Und meine Mutter hatte natürlich Ängste, dass sie den ganzen Film stemmen muss, bis sie immer lockerer wurde in den Gesprächen. Und sie hat sich gefragt, wie sollen wir denn überhaupt auf 90 Minuten füllen? Und am Ende habe ich im Schnitt mit Anja gemerkt, wie sollen wir überhaupt schaffen, diese Geschichte in 90 oder 100 Minuten zu erzählen? Mhm. Weil es doch so reichhaltig ist. Und ja, ich bin jetzt sehr erleichtert und froh, den Film gemacht zu haben. Und davor habe ich auch gehadert, natürlich, was es mit mir macht oder auch emotional, was es für eine emotionale Reise wird. Mhm. Aber es war gut, ja. Ja, und Sie haben ja, finde ich, völlig verdient beim Bayerischen Filmpreis 2020 den Film als besten Dokumentarfilm gekriegt. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, ja. Und vielleicht auch an Sie beide die Frage, haben Sie so irgendwas erwartet und war es nochmal besonders, dann auch noch in Bayern einen Filmpreis zu kriegen? Also ich habe es nicht erwartet, weil im Schnitt, also ich sitze natürlich im Schnitt und versuche diese Geschichte zu erzählen und da denke ich natürlich schon in gewisser Weise an den Zuschauer. Mit der Katharin Anja war es ein ständiger Austausch. Aber es geht eigentlich um den Film und nicht darum erwarten, dass danach natürlich ein Preis kommt. Aber es war unglaublich schön, eine Wahnsinnsüberraschung. Bevor der Film überhaupt Weltpremiere hat, schon so einen Preis zu gewinnen. Ja. Ja, auf jeden Fall erwartet haben wir das natürlich gar nicht. Also zumal wir auf die Berlinale gewartet hatten und dass er überhaupt rauskam. Und dann kam da dieser Preis, was natürlich irgendwie bombastisch war. Ich dachte, es hätte irgendwie diesen bayerischen Zusammenhang, aber habe dann da festgestellt, dass es eigentlich gar nichts mit so doll bayerischen Projekten sonst zu tun hat. Insofern ist das irgendwie, da kommt so alles zusammen. Und deswegen war das umso schöner. Jetzt sind wir auch in München, in Anführungsstrichen. Insofern, Bayern spielt, glaube ich, für die Zuschauer auch eine große Rolle. Mit einmal kommen immer, also ich kriege so Feedback von Leuten, die sagen, ja, ich war in der Kindheit auch am Walchensee. Also viele Leute auch einen Bezug zu diesem See und der Region haben, ist auch total schön zu sehen, dass es da wirklich für viele so ein Heimatgefühl gibt oder Erinnerungen an früher und so. Das ist total schön zu sehen. Das war natürlich ein super Schwung jetzt für den Start des Films. Jetzt wurden wir natürlich umso doller irgendwie ausgebremst, aber das Jahr fing auf jeden Fall gut an. Ja. Es geht auch gut weiter, hoffen wir. Sehr schön. Ja, noch vielleicht eine letzte Frage. Ihr Film lief in meinem Vorauswahlplan vom Blockfest unter dem Stichwort Feminismus und in Rezensionen wird er als Emanzipationsgeschichte bezeichnet. Was würden Sie sagen, wo sind wir denn heute mit der Emanzipation? Jetzt sind wir schon zu drei Frauen hier, aber trotzdem. Ja. Wo wir heute sind, so generell im Allgemeinen. Ja, in einem Satz. Oh, das ist ein großes Thema. Oh, in einem Satz, schwierig zu sagen, wo wir da sind. Also wir haben noch einen großen Weg, einen weiten Weg vor uns, ja. Glaube ich. Ja, glaube ich auch. Selbst. Auch zu uns selbst, also die Frauen, also noch mehr, noch mehr den Zugang, den Blick auf sich selbst richten. Was meinst du, Katharina? Ja, eine unerwartete Frage. ich glaube, es ist gut, sich immer wieder die Frage zu stellen und nicht zu glauben, dass alles schon irgendwie weit ist, weil natürlich, wenn man guckt, wo der Weg herkommt, dann ist da schon viel passiert und es ist alles gut und richtig, aber der Weg, da ist auch noch ganz viel zu machen, das sehe ich ganz genauso. Und solche Filme zu sehen, finde ich, hilft auch, sich nochmal anders mit Fragen auseinanderzusetzen. Und ne, eure Geschichte ist total speziell von euch Frauen und dieser Abwesenheit von Männern. Das ist ja in der kondensierten Form bei ganz wenigen Familien, also der Fall, finde ich, das ist schon was Besonderes. Aber trotzdem, wie man sich darin auch wiederfinden kann und wie man sich selber fragt, so, wo ist mein Walchensee und meine... Ne, wo bin ich auch irgendwie gefangen oder komme nicht weg oder was sind meine Verpflichtungen? Ich finde, da gibt es ganz viele Anknüpfungspunkte, auch für Männer. Also das ist jetzt ein Film, der ist überhaupt kein Film für Frauen, finde ich, weil es einfach eine Geschichte übers Leben ist und über den, wie Generationen Sachen weitergeben und Themen weitergeben und Aufgaben in gewisser Weise.
Insofern fand ich auch bei der Premiere in Berlin, Männer haben genauso emotional reagiert, waren ganz doll berührt, weil das so ein Film ist, der die Seele so aufknackt, finde ich. Man kann sich dem gar nicht entziehen, wie man am Ende so... Ich sage immer so, wir haben alle so eine Anna in uns und deine Mutter zeigt so viel von sich und die ist so offen und ich finde, das steckt so doll an, dass bei allen dieser Panzer, den wir irgendwie und, ne, davor uns gebaut haben oder so eine Kruste, die da irgendwie ist, der Film bricht die so langsam auf bei den Menschen und ich glaube, das ist das Tolle an dem Film, dass er das schafft, bei den Menschen zu einem Punkt zu kommen, bei Zuschauern, also männlich, weiblich, egal welches Alter, da reinzukommen und sich für so ganz persönliche Fragen aufzumachen. Und da ist Feminismus, ich glaube, es geht viel tiefer sozusagen. Es ist was viel Menschlicheres, was irgendwie in dem Film verhandelt wird. Klingt jetzt total das groß, stimmt. Aber ich glaube, es ist so meine Erfahrung nach den Screenings, die wir auf der Berlinale hatten. Da ist irgendwas dran, was sehr tief geht, irgendwie, wo man sich nicht entziehen kann. Ja. Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. vielen Dank an Jonna J. Wonders, die Regisseurin von Walchensee Forever und Katharina Bergfeld, die Produzentin von Walchensee Forever. Ja, danke auch. Ja. Danke dem DocFest München für die Einladung und also Glückwunsch, dass ihr das auf die Beine gestellt habt in dieser außergewöhnlichen Form, dass es trotzdem stattfinden kann. Also das ist, muss man auch erstmal auf die Beine stellen. Vielen Dank dafür. Danke. Und ich darf noch darauf hinweisen, dass Walchensee Forever in der Auswahl zum Kino-Kino-Publikumspreis von BR und Dreisat ist. Und Sie können dafür auf der Homepage des DocFest abstimmen. Vielen Dank von hier. Tschüss, danke.